Hallo, na, willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Wir fragen hier nochmal ein bisschen hier die Leute. Zum Beispiel. Mysterion nicht. Aber. Wie wär's mit den Leuten hier? Don't give me that squinty side eye like all those paranoid guildies. Nine Fingers is well respected in the Zentarim. If the Stone Lord's pressing in on her territory. We're here to help. Was denkt die Gilde darüber, dass ihr alle in die Reviere eindringt? Alle in ihre Reviere eindringt? In ihr Revier? In... Nochmal. Was denkt die Gilde darüber, dass ihr alle in ihr Revier eindringt? Missed the welcome parade, did you? Hugging, tears. It was just lovely. True, we've been better liked in towns we bloody conquered, but it's hard to blame Nine Fingers. On top, undisputed for years. Then you have to call the likes of us in to protect you from some shithead calling himself Stone Lord. I'd be embarrassed too. War wohl nicht besonders. Eine Funktion. Mit dir? Do you hear the Harpers were half wiped out? We should be sticking the last of their bleeding hearts instead of guarding this place. Was mit dir? Keen might look down on the Zentarim, but she'll be glad of us once the Stone Lord comes knocking. The uniform's a bit patchy, I know. I was Flaming Fist, but the writing's on the wall there. The Steel Watch will be snatching up our contracts in no time. Keine Ahnung, wo wir Informationen herbekommen. Aber die Leute hier abseits. Go on. Technically, I'm supposed to be on watch. Maybe that's why this Stone Lord is pushing so hard. He wants Keen's Underroads all to himself. Leute, ihr müsst doch mal irgendwelche Informationen für mich hier haben. Hm? Infos. I know times are tough. Crowd could mingle a bit, eh? We're all on the same side. Infos. Herr Professor. Reden wir mit dem Professor. Right. Which crew are you with? Bellbreakers? The Children of Hor? The names ring familiar. Two of the many crews that make up the Guild. A loose collective with ties to every criminal enterprise in the city's underworld. Wieder noch, ich führe eine Gruppe an, die sich Holzköpfe nennt. Can't say I've heard of you. Spare me the story behind the name. I'm sure it's very scary. Fair warning. The Guildmaster wants no fraternizing with the Zentarim. They're here to work, not share war stories. They won't be much use to us if they're drinking and dicing when the Stone Lord kicks the door down. Seid ihr so sicher, dass da Stein fürs Angreifen wird? Well, whoever he is, he doesn't seem very keen on talking.
He came out of nowhere and ate up half our turf in a 10-day. So if you're speaking to the Guildmaster, maybe step soft around the topic. Mann, Leute. Remember, no distracting the Zent. We want them sharp if the Stone Lord comes. Ah, okay, die Option bleibt aber immer noch übrig am Ende. Neunfinger plant, zuerst den Steinfürsten auszuschalten. Ich muss wissen, wo. Looking to prove yourself, are you? Carve your name in the Guildmaster's good books. Nice to see a little ambition amongst the smaller crews. I can't help you, but look around for a halfling named Tut. Nine Fingers has been known to pour her secrets in his ear time to time. Maybe because he rinses them out with wine. Haben wir eine Quest-Aktivierung bekommen? Nee. Professor, können wir noch mal mit dir reden? Hat er den Namen nicht so richtig mehr im Kopf? Remember, remember, no distracting the Zent. We want them. Mein Dialog war laufen, der Quest hier noch sehen. Aber, ah, okay, man kann aber. Schön mal eine kleine Bande mit etwas Ärger zu sehen. Ich kann euch nicht helfen, aber sucht nach einem Halbling namens Tut. So heißt er. Tut. Das heißt, wir suchen jetzt nach Tut. Ist hier so ein Wimmelbildspieler oder was? Beziehungsweise in Edwaldo oder sowas. Wo ist Tut? Oh. Ah, Tut. Da haben wir ihn. Perfekt. Also Tut. Hey, Thas. Seen Thas? Hey, Thas. Seen Thas? Das hilft uns dabei irgendwie gar nicht weiter. Wir sollen nach Tut suchen, aber kann ich. Geht, glaube ich, nicht, ne? Naja. Looking ahead. Amy, Tut will nicht. Was für eine Quest einfach. Ich bin hier voll durch. Wieso ist die grün? Wow, look who it is! Glad to see you in the city. Hope you found plenty of coin in Ketterick's coffers. Ready to do some business? Ach so. Das ist eine der. Ist das nicht eine der Diebe aus Akt 1?
schön, euch wiederzusehen. Was führt euch diesmal ein Schild? Was führt ihr diesmal ein Schild? Oh, I've got a few ideas. I'll be running this whole place in no time. Okay. Ja, Quest abgeschlossen, cool. Oh, kann ich uns helfen? Ready to do some business? Leidet ihr etwa eine Gilde? Sure is. We work for Fetcher, handling what you might call pre-owned goods. Talk to Sticky. He'll cut you a deal. Na, ich will eigentlich mehr herausfinden über Dinge. It's Uktar you want. Old Silver Smile there. You are not known to me. For supplies, seek the bugbear. To trade trinkets, the Fetcher's brats. I am Uktar, duly elected guild bursar, and I will not have my time wasted. Der Steinfisch schadet dem Geschäft der Gilde. Vielleicht könnt ihr mir helfen, das zu ändern. Wäre eine Möglichkeit. Warum sind sie gut da? Ja, also sind gut. Ja, also. Ja, gut. Nicht so. Das sollte klappen. By telling you where he is, in direct defiance of my guildmaster's orders. I have not come so far by indulging in petty disputes. But I am open to transactions of mutual benefit. I am interested in gaining access to vaults beneath the counting house. I'd pay well for keys to those vaults. Provided said vaults are not emptied prematurely, of course. I suspect that what you seek might also be found beneath the counting house. I tell you this only as a matter of mutual interest. What you do with that information is a matter for yourself. Now, back to the vault keys. Do we have business to conduct? Gerade keine Schlüssel verkaufen. Until you do, then. Ja, die Quest hat sich aktualisiert. Finde den Steinfürsten im Kontor. Der Gildenschatzmeister Uka erwähnt, dass Neunfinger den Steinfürsten im Kontor der Stadt befallen will. Wir müssen zuerst dort eintreffen, wenn wir ihn retten wollen. Okay, das heißt, hier sind wir durch und ja, hier sind wir erstmal durch. Dann können wir tatsächlich jetzt mal an die Oberfläche und dann gucken wir mal da weiter. Ah, genau, hier ist der Bleiche 11. Weil es vielleicht hier in den Bleichen, oder? Wäre natürlich interessant. Wieso wird dieser Koch Rover noch angezeigt? Server. Und gleich nochmal auf die Overworld Map gucken. Ich will erstmal wissen, wo nochmal hier da. Hier, ne? Genau da, wo wir hin. Wie sieht es denn eigentlich mit der Quest aus und mit nee.
seinen Namen noch stehen. Wir sollten auch die anderen Leute auf der Liste warnen. Also Rover wurde gewarnt. Aber wir könnten ihn immer noch umbringen. Deswegen steht er wahrscheinlich auch immer noch markiert da, ne? Hier oben. Hier liegen Leichen. Whatever. Hier ist aber gleich auch Frank Birnbaum. Da. Ich soll mal mit Frank Birnbaum reden. Ermittlungsgebiet. Oh, hier ist aber schon so ein Schild. Maintain your distance. Area under active investigation by order of the Flaming Fist. Ach so, oh nein. Weil... kommen wir da nicht irgendwie anders noch rein? Ah, schauen wir nicht. Hey Leute, ihr seid hier, ihr seht das nicht, ne? Nicht zu interessieren. Dann können wir nämlich jetzt hier mal rein. Weil das ist genau da, wo wir hinwollen. Hallo Schildwächter. We serve Lord Gortash and the city of Baldur's Gate. Cool. Gut, der ist schon mal tot. Der wäre von unserer Liste dann gestrichen worden. Ihr blutige Zettel wurde von unser aufgeregter Hand geschrieben. Ihr mischt euch in Dinge ein, die euch nichts angeht, Birnbaum. Die Feuerspucker des Fürstlings in meiner Stadt zu beteilen, abstoßend. Die hinterlassen kein Blut, nur Leichenasche. Die Sache ist ganz unklar, nee, ganz und gar stillos. Ich wandle durch euren Keller, während ich diese Worte schreibe. Er ist wirklich groß, geräumig und wird nie alle Fetzen von euch finden, wenn sie sich hier gut, wenn ich sie hier gut verteile. Ja. Eine geile Armbrust, die scheiße ist. Warte mal, die nehmen wir trotzdem mit, oder? Wurde er schon gelootet? Ja, von uns. Luke? Luke Modric? Ja, genau. Tintenfass, ein Federkiel. Ja, blum, genau. Wir sind ja teilweise echt was wert. Nee. Ah. Luke? Führung des Erzherzogs, Überwachung. Eine Broschüre der ehrenamtlichen Kampagne Gortash als Erzherzog. Als Erzherzog wird Gortash oberste Priorität Überwachung sein, um sicherzustellen, dass Baldur's Tor
und seine Bürger nicht durch Verräter von innen heraus gefährdet werden. Nichts kann wichtiger sein. Dann hat sich die... Wir haben herausgefunden, dass Frank Birnbaum tot ist, wie er auf der Liste von Zielen der Ballisten vermerkt ist. Wir sollten auch die anderen Opfer überprüfen. Also der Koch lebt noch. Also auch sein Symbol ist weg, aber den Koch, kann den Koch umbringen. Wir könnten auch noch mal in seine Luke gucken. Oh, das Pergament ist wichtig. Zahlreiche tiefrote und bräunliche Spritzer zieren dieses Stück Pergament. Wer sich dem Tribunal des Mordgottes stellt und den Tempel des Bart betreten will, muss die Ziele auf dieser Liste töten und die Morde dem Kult der Absoluten anhängen. Bringt die Hand der Opfer als Beweis für ihren Tod mit. Schreitet im Blutaspirant. Herzogin Bühne, Delmane, Averne, Elfensang, Unterstadt, getötet. Pater Logan, Tempel der offenen Hand, Wilwinken, getötet. Schnibbels der Nah, Zirkus der letzten Tage, Wilwinken, getötet. Alexander Regenwald, Büro in der Nähe des Kontors, Unterstadt, getötet. Frank Birnbaum, Wohnhaus in der Nähe von Beolgues, Feuerwerk, Unterstadt, getötet. Cora Hochbeer, großes Wohnhaus, unweit der Gazette Baldurs Tor, Unterstadt. Figaro Fagerlelt, Mode Fagerlelt, Unterstadt. Und auch Riva, Rover, nicht Riva, Küche der Taverne Elfensang, Unterstadt. Der lebt noch das, und er weiß auch, dass er auf der Liste steht. Nesha. Sehr gut, also die Leute halt, die leben hier noch alle und da gibt es noch ein paar mehr Leute, die schon getötet sind. Haben wir hier noch die andere Liste? Wir haben hier noch eine, genau das hier. Getötet. Achso. Ja gut, wir wussten schon, dass der tot war. Weil die andere Liste, das ging dieselbe Liste nochmal. Wir wussten schon, dass er tot war. Da steht hier nämlich auch drauf. Nee, wir haben den Schlüssel. Nee, Schlossknallen nochmal, hallo? Mutiger kleiner Kimmerbeth. Aha. Erz? Können wir ihn jetzt auch noch einen Arm abschneiden, damit wir vielleicht auch. Weil im Grunde genommen müssen wir ja Beweise. Wenn wir einen Arm abschneiden, haben wir eine Möglichkeit, ihn den Arm abzuschneiden. Ne, eben keine Möglichkeit, ne? Das heißt, es wäre so nicht möglich, uns irgendwie dann zu beteiligen. Oh, okay. Warte. Ermittlungsgebiet. Interessiert ja nicht, dass die Tür offen ist. Okay, gucken wir unten mal weiter. Was hast du nur dabei? Huge. And is that a burning heart? Oh. A clown's arm. Dribbles, no doubt. Okay.
Damit hätten wir den Arm. Wir haben hier schon eine Torso, jetzt haben wir schon den Arm. Die will ja, die eine will ja, dass wir quasi ihr diese Sachen da geben, damit die dann eben die wiederbeleben kann, aber nur als Ghoul oder so. Dann könnten wir jetzt tatsächlich noch ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Gleichzeitig aber ist es auch ein Arm, der uns weiterbringt in der Quest, ne? Nein, jetzt habe ich den Brief aufgehoben. Das ist ein Bild von Jaga Shura, der eine Sterblichkeit, der seine Sterblichkeit verbrannt hatte. Welchen Nutzen hatte sein Herz? Er hielt sich für einen Titan, starb aber nach seiner Mutter flehend. Darunter steht eine übertriebene Unterschrift, verfasst im Blut, Orendarote. Da müssen wir mal kurz gucken. Ja, einmal das hat sich aktualisiert. Sammle Scribbles Körperteilein. Wir haben Scribbles Arm gefunden. Ein Teil von Scribbles wurde für ein grausiges Kunstwerk verwendet. Wir sollten nach weiteren Körperteilen suchen. Und wir haben den Rumpf gefunden. Die Hafnerin. Ja, genau, Kontur. Aber... Wenn wir zwei dieser Ziele umbringen und als Beweis jeweils eine abgetrennte Hand vorlegen können, wird vor dem Mordtribunal stehen und den Tempel des Bards betreten. Zwei. Ja, sind ja noch einige am Leben, die wir töten können. Wenn wir denn nicht irgendwie anders da reinkommen. Aber erstmal warnen wir die Leute natürlich. Damit wir sie am Ende dann selber abstechen, weil wir ja nicht wissen, dass wir es sind. Infernale. Also, ja, hier ist sehr viel dämonischer Kram. Maybe I need more pockets. Das Herz können wir mal mitnehmen. Okay, cool. Nehmen wir mal mit. Warum nicht? Ein Angebot. Wir gucken hier mal weiter. Vielleicht findet sich hier noch was. Das ist nicht unbedingt. Plus eins, willst du mich ja nicht verarschen? Das, niemand braucht das. Oh, wobei, ja. Zum Verkaufen halt, ne? Someone there. A crooked touch. Was haben wir denn da? No one back home will ever believe this. Open up. Mittlere Rüstung. Cool. Uns ist nicht so gut. Aber. Ja, die Seelenmünze, die Infernal. Narnische Maschinen haben wir tatsächlich noch nicht gefunden. Ne? Da
Weil er jetzt zwei weniger Stichschaden. Was hat sie hier an? Ein weniger Stichschaden und du erhältst einen Bonus von plus 1 auf gleich auf Geschicklichkeitsrettungswürfe und Geschicklichkeitswürfe. Sogar besser. Also, er hat halt 17 und sie hat hier nur 16. Wobei hier natürlich dieses Gleichgewicht natürlich auch geil ist, ne? Was wäre, wenn ich jetzt... Okay. Well, hello. Ja, doch, 18. Rüstungsklasse 18. Braucht das nicht. Er trägt, glaube ich, nur leichte Rüstung. Ich brauche das eigentlich auch nicht. Gleichgewicht ist natürlich eigentlich... Zwei weniger Stichschaden hat ein weniger Stichschaden. Und dafür habe ich dann noch diesen Bonus von plus 1 auf Geschicklichkeitsrettungswürfen. Wir lassen das immer so. Ja, das war's, glaube ich, mit dem Gebäude hier und mit dem Keller, ne? Mehr ist hier nicht. An efficient path. Dann. Gucken wir weiter. Was denn hier? Zubehör. Das ist irgendwie so ein Kreis. Ja, irgendwas ist da, ne? I'm going to ask for directions. Ups. No, you mustn't. Kommen wir da irgendwie rein oder sind wir da erstmal? If not over, then through. Hier. Hier ist ein Fenster. Okay, nee, dann nicht. Ja, ich guck mich hier nochmal ein bisschen um, dann decke ich hier nochmal ein bisschen was auf. Und hier haben wir auch nochmal ein Hurra-Hochbär. Ich glaube, das könnte sein, dass der auch schon tot ist. Was wäre, wenn ich diesen einen Faust-Heini, der ganz alleine hier ist, nicht den töte? Braucht doch meine Erfahrungspunkte, Leute. Die Faust ist doch böse. Ja, wir gucken mal, was hier mit Cora ist, würde ich sagen. What do I think of Lord Gortash's still watch? Well, sagen, okay. I am so glad you asked, Edward. Da hat's wieder ein bisschen gebebt. No. No, a bit too far. Erdbeben. Mr. Need. Ist hier was? Ist das das Haus? Ne. Können wir trotzdem reingehen, ne? Die Gazette, Baldur's Ohr. Ist vielleicht hier doch drin?
Aufzugstür. Hier ist irgendwo ein Hebel. Hier sind Wachen. Da können wir nicht weiter rein. Ich würde sagen, dass wir eventuell hier nichts machen können. Außer wir wollen, dass jeder hier gegen uns kämpft und vor allen Dingen zwei Stahlwächter. Aber hier ist nichts. Nee, dann lassen wir das auch erstmal. Who will save us from certain destruction? He's a man of the people too. Promised at least 100 more watches. Perhaps sending a strongly worded letter would be a good place to start. If by strongly worded letter you mean a boy. Mein Teddybär ist eingesperrt. Und kommt nicht durch die Tür. Raus! Aber rein konnte er. Und hier kommt er noch raus. Und hier nicht hin. Und dann da noch hin und wieder nicht. Ich verstehe das auch nicht. Okay. After the joke, you'll laugh. Leave him some time. So, hier ist die Cora, genau. Die ist, wo ist sie? Hier, genau vor mir irgendwo. Weinfest. Und nö. Da. Hallo Cora, du siehst aus wie eine Reporterin. Nee, wenn man so guckt, sieht sie eher aus wie so eine so typische Wein. Der Wein, der muss geschaukelt werden. Ja. Immer so ein bisschen das Gefühl, dass so Weintrinker meistens so die hochnäsigen Schnösel sind. Oder die werden zumindest in so Spielen noch immer als hochnäsige Schnösel dargestellt. Ich meine, ich trinke ja auch immer mal ab und zu mal einen Wein, aber ab und zu heißt selten. aber weiß ich nicht. Wein ist jetzt auch nicht so das Geilste überhaupt. Aber Cora Hochbeer ist halt eben auf der Liste und sie lebt noch und deswegen müssen wir mal gucken, ob wir die nicht warnen können. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Und Baldur's Gate 3. Mach ich auch mal kurz. Wir sind wieder an der Oberfläche und machen mal wieder ein bisschen was hier oben, anstatt immer nur in der Kanalisation. Haben noch ein bisschen was offen, wie gesagt, das mit dem Baal-Tempel, das ist ja quasi Hauptquest. Und dann haben wir auch noch, wir arbeiten uns, würde ich mal sagen, so nach und nach hier durch. Ich muss noch mal gucken, wie man da reinkommt, was man da noch machen kann. Ne? Auch Rover ist noch offen, da waren wir aber schon. Arbeiten uns so nach und nach durch. Gucken mal so ein bisschen, was wir hier so alles erleben noch in der Stadt. Und dann unter anderem auch, wie das hier mit dem bleichen Elf ist. Ob wir da was machen können. Bleibt spannend. Wird noch lange dauern. Wir werden noch Ewigkeiten mit Baldur's Gate 3 zu tun haben. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.